So ein bisschen Spaß muss sein, auch bei uns. Roberto Blanco ist 80 Jahre jung, davon ganze 61 Jahre im Showbusiness und von Ruhe keine Spur, ganz im Gegenteil. Mit vielleicht nicht mehr ganz so lockerem Hüftschwung, aber immerhin gut gelaunt, nimmt er seine neue CD auf, und zwar in einem Tonstudio in Rankweil. Den Spaß haben wir uns nicht entgehen lassen. Ein bisschen Spaß muss sein. 80 Jahre und lebenslustig wie eh und je. Roberto Blanco will es noch einmal wissen und produziert mit dem Liechtensteiner Musikmanager Al Walser, der in Los Angeles produziert, in einem Rankweiler Tonstudio seine neue CD. Für mich ein bisschen Spaß muss sein, ist vom Gott gegebene Hit, wo ich sehr dankbar bin. Das ist das Ding. Ich gucke mal sogar hier in Liechtenstein, wenn ich irgendwo bin. Hey Roberto, ein bisschen Spaß muss sein. Ich gucke da, alle Leute pfeifen diesen Song. Na. Heute versuchen viele Nachwuchskünstler ihre Karriere in Castingshows zu starten. Und genau das hat Roberto Blanco vor 61 Jahren auch getan. Ich bin auch in einer Talentshow. Damals, 1957, wo alle hier noch nicht geboren waren, da bin ich entdeckt worden. Also dem Nachwuchs eine Chance. Das war live im Fernsehen, in der Funkausstellung in Frankfurt. Schlager oder Pop, Roberto Blanco hat vieles gemacht. Doch wie erfindet man einen solchen Künstler musikalisch neu? Für den Produzenten eine Herausforderung. Also ich habe Songs zum Teil für ihn verwendet, die ich ursprünglich teilweise zum Beispiel für Kool & The Gang geschrieben habe, was Kool & The Gang im Jahr 2017 macht, weil ich mit denen auch oft zusammenarbeite. Und das ist ja auch so ein bisschen Roberto, also dieses Calypso, dieses Tropical, das ist auf jeden Fall in diesem Album auch mit drin. 10 Titel der neuen CD wurden bereits in Los Angeles aufgezeichnet, die letzten 2 werden in diesem Rankweiler Tonstudio produziert. Roberto ist ein Profi und dadurch ist die Zusammenarbeit einfach. Er kennt Italien gut, aber wir werden ihn dort bekannt machen. Ein Schlagerstar in Rankweil, die neue CD, soll für die Fans jedenfalls eine Überraschung werden. Leiser treten kann ich auch mit 100. Sein Motto nimmt Roberto Blanco wirklich wörtlich. Ich wünsche Ihnen noch ein bisschen Spaß und noch einen schönen Abend.